Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Spirit Hunters Infinite Horde. Hier sieht man's Early Work in Progress Build, hier unten Pre-Alpha Version 0.0.1067. Also da tut sich jedenfalls auf bestimmt noch was. Character, wir haben hier The Dark Mage oder Vivian the Sorceress. Wir beginnen hier mal mit dem Dark Mage. Wir haben hier Cleave, Orbital Fire, Heavy Arrow, Spears. A once great temple laid buried beneath the sands. Only spirits that haunt the land still roam the parched sands. Rid these lands of the pests that inhabit the ruins and return it to peace once more. 15 Minuten. Schauen wir mal. Okay, wir bewegen uns hier und schlagen automatisch zu. Und zwar in die Richtung, in die ich gucke. So, dann gibt's Orbital Fire zum Beispiel. So. Increase Damage oder machen wir mal Arrow. Ja, also das kennt man aus von dieser Art von Spielen. Ohnehin schon. Es sieht grafisch allerdings sehr, sehr cool aus. Wird sich dann zeigen, ob. Oh, der hat ein bisschen Gas gegeben hier. Es wird sich noch zeigen, ob das dann auch gut gebalanced ist, ob es genug Abwechslung gibt. Aber wie gesagt, das ist ja erst eine Pre-Alpha-Version. Und. Es wirkt schon sehr cool eigentlich. So. Diese großen hier sind schwierig. So. Orbital Fire Increase Damage oder Increase Damage over Time Speed. Ja, ein großer weniger. Mich würde es auch eigentlich interessieren, ob es hier irgendwo ein Ende des Levels gibt. Dann schauen wir mal einfach jetzt Richtung unten. Für mich sieht es aus, als wäre das unendlich. Attack Size Speed. Jawohl. Da kreiselt er schon etwas schneller. Schauen wir mal auch, was man dann mit dem Gold machen kann. Also da kann man bestimmt neue Charaktere freischalten, beziehungsweise irgendwelche anderen Upgrades vielleicht. Aber... die Frage ist ja, wie viel kostet das Ganze? Ein bisschen mehr Damage ist immer gut. Oh, eine Truhe. Ah, da muss man hier in diesem Bereich bleiben. Dann wird die Truhe geöffnet. Das ist auch ein... eine coole Idee. Vor allem ist das nicht so. Ah, und wenn man raus. Wenn man aus dem Bereich rausgeht, dann gibt's. Dann geht das wieder zurück. So, jetzt müssen wir uns das noch holen, weil das hält nicht ewig.
Das bleibt nicht ewig am Boden liegen, leider, leider. Das ist was, das würde ich mir schon... Das wäre schon cool, das würde ich mir wünschen, dass das Zeug länger am Boden liegen bleibt. Hier unten blinkt das schon. So, versuchen wir mal, die Truhe hier zu öffnen. Also irgendwie treffen mich die deutlich zu oft. Aber unser primäres Ziel ist jetzt mal richtig viel Geld zu sammeln, damit wir uns ein paar Upgrades leisten können. Das wäre schon gut. Also wenn wir jetzt mal schauen, ganz oben rechts sehen wir das Geld, 615, 38 weiß ich nicht und 0 weiß ich noch weniger, okay. Ja, machen wir das hier und dann kümmern wir uns vielleicht mal ein wenig auch um... was bist du? Ja, dann kümmern wir uns vielleicht auch mal ein bisschen um die Pfeile. Oh, da ist ein großer. Au. Schon wieder. Attack Size. Oh, eh. Attack Size. Oh. Eine große Truhe. Oder eine. Ah, und da bekomme ich jetzt mal diese andere Währung. Also diese Splitter. Dann schauen wir mal. Da haben wir jetzt 4. 61 von den 62 von den anderen. Und 650 Geld. Wir sind mittlerweile Level 14. Und wenn ich mir die Leiste hier ganz unten ansehe, klar, diese blaue Leiste ist unsere Erfahrung und das darunter, da sieht man dann scheinbar, wann wieder ein größerer Gegner daherkommt. Also, ja, wenn ich lang genug durchhalten würde, würde vielleicht jetzt dann gleich mal ein Gegner daherkommen. So, und zwar gleich jetzt. Ist das dieser Fliegende da oben rechts? Oh, das war jetzt nicht gut. Ich habe nur noch ganz wenig Leben, 15. Ja, das... War das der Gegner? Nö. Da oben ist er. Aber was ist das? Was ist das da oben? Komm da nicht hin. Wie, was? 350, was? Ah,
das kostet Geld. Runes. Runes auch. Ja, lassen wir das mal. Jetzt schauen wir, dass wir noch aufheben können. Okay. So, jetzt bin ich gespannt. Also das Geld ist egal, wie es aussieht. Time Survived, Monster Kills, Sub-Boss, das war ein Sub-Boss, kein richtiger Boss, 71 Runen, 14 Kristalle, ein bisschen Bonus dazu. Okay, jetzt kommen wir zum Orakel. I see you're awake, Hunter, welcome back to the world of the living. I'm the Oracle. I will be here to recover your soul when you fall in battle. It is our sacred duty as spirit hunters to fight against the ever-growing dark spirit army. Explore the world to find crystals and runes, which we can use to enhance your abilities within the divinity web. You will need to defeat certain enemies to unlock new skills. Though you will fall many times, I will always be here to revive and strengthen you. Yeah, take these runes to begin your journey. Good luck, Hunter. Okay, das sind die beiden Helden. Map Desert unlocked. Das ist alles angelockt. Ah, und hier können wir jetzt alles, was hier Orbital Fire betrifft, ist hier. Alles, was hier Cleave betrifft, hier und hier die Pfeile. Unlock 5 pets to find who will assist you on the battlefield. Kann ich das jetzt nehmen? Also schauen wir mal, das kostet hier diese Runen. Das hier kostet Kristalle. Oh! Okay, ich habe Pets angelockt. Hero Health. Okay, 10 hätten wir noch. Da geht sich ohnehin nichts aus. Das kostet 50. Das kostet auch 50. Defeat Desert Venny. Twister. Schauen wir. Okay. Ja, das ist groß. Okay. Start Run. Nehmen wir nochmal ihn hier. Regenerate 10 Health. Soul Magnus increased in Health. Also grundsätzlich haben die ja dieselben Fähigkeiten. Nur diese ist anders und die Hitpoints sind ein bisschen anders. So, hier haben wir dann 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade und 3 Maps, wie es aussieht. Erstmal 3 Maps, ich weiß nicht, ob es vielleicht dann noch mehr gibt. Ja, schauen wir mal. Okay. Gut.
Orbital Fire, da haben wir schon ein paar Pünktchen reingesteckt. Ja, der macht jetzt schon 3 Schaden gleich. Also wenn ich hier rausgehe, dann geht das langsam wieder zurück. Das dürfte jetzt ein Pet sein. Ah, und jetzt kann ich mir das aussuchen. Crystal Mining Speed. Crystal Mining Speed? Hero Move Speed digs for loot every 10 seconds. Crystal Mining Speed. Das ist Crystal Mining. Soll der nicht irgendwie helfen? Oder ist das quasi auch nur eine passive Fähigkeit? So, ein bisschen mehr Cleave Damage. Kann nicht schaden. Mehr Damage. Mehr Damage. Und unser Pet macht immer noch nichts. Also regenerationsmäßig habe ich eigentlich nur beim Level Up. Ich glaube 10 Health. Das nächste Level up. Hier sind wieder ein paar. So, jetzt bin ich gespannt. Hier ist wieder ein Pet. Ob ich 2 gleichzeitig haben kann. Das wird interessant. Dix for Loot. Also die Truhen bringen auf jeden Fall am meisten. Oh, da ist ein Kristall. Oh. Kommt der erste Boss. Das sieht ja cool aus. Das sind diese Twister, die wir auch killen müssen, um die Fähigkeit freischalten zu können. Ich würde den furchtbar gerne killen. Ich
Jawoll. So. Sehr schön, sehr schön. Und diesen grünen muss ich auch 50, glaube ich, killen. Number by one. Das sind ja schon viele. Der nächste, unser nächste Pet. Mehr Damage. Attack Size wäre aber auch cool gewesen. Magnet Range, Base Damage. Ja, Base Damage ist gut. Holen. Also ich gehe jetzt absichtlich da ein wenig rein, damit ich die... Oh, hallo. Damit ich die... diese grünen... Dinger da, den ich killen kann. Wo läufst du hin? Oh, der hat nicht viel. Ich wollte sagen, der hat nicht viel ausgehalten, aber doch. Also da war noch ein kleiner dabei. You performed well, Hunter. Do not let death deter you from your goals. Das ist auch interessant, das kann ich nicht mit dem Controller steuern. So. Das ist eine neue Map. Brauche ich aber 50. 9 von 50. 72 von 100. Oh, das könnte auch demnächst was werden. Damage over time. Mehr Size, mehr Damage. Jetzt versuchen wir mal sie hier und los geht's. Also die Speere sind schon sehr cool, weil die auch überall unterwegs sind und gut Damage machen. Thank you.
Also hier diese Runen, die gelegentlich mal auftauchen, aufsammeln, bringt gar nicht so viel, weil man deutlich mehr bekommt, wenn man eine Truhe öffnet. Und die Geldstücke sind egal. Die bringen wirklich nur was, wenn man während dem Run einen Händler findet. Jawohl. Wir brauchen 50 Runen. Kristalle. Ja, ein richtig, richtig schönes Spiel in einer so frühen Phase schon. Trotzdem schon so cool. Ja, ich bin schon gespannt, wie viel da und was da noch alles dazukommen mag. Weil schon jetzt gibt's enorm viel zu tun, freizuschalten. Bin schon gespannt. Okay, ich würde sagen, für heute war's das. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Oh.